Also, was jetzt rechts sein, ist ein Reven, Quelluft, Küchenauslass, Quellluftauslass, Baujahr 2015. Jetzt muss ich gestehen, von denen wir bei Reven genauso ausgegangen sind, jahrzehntelang, ja, mach unseren Quelluft in deine Küche und dann kommt die Zuluft genauso links wie auf dem linken Bild dargestellt in die Küche rein. Quelluft, Schichtströmung, messerscharf abgetrennt. Und als wir dann 2016 Partner der Scharko-Gruppe wurden, zu Scharko kamen, hatten wir mal ein Meeting. Da mit Markus Miller und sein Bruder waren wir in Spanien und durften das Team in Spanien von Scharko kennenlernen. Und da gibt es so ein ganz tolles Strömungslabor und ein richtiges CFD-Team. Und dann, wo ich das dann alles gesehen habe, wie Scharko da zuluftseitig tüftelt und simuliert, da bin ich dann doch ins Grübeln gekommen, weil auch wir haben das bis 2015 nicht simuliert und messtechnisch kaum nachgemessen. Wir haben da einfach Queller gemacht mit viel Lochblech und dann kann das ja nur so in die Küche strömen, wie auf dem Modell dargestellt. Gut, die Realität hat dann so ausgesehen, ja, da gibt es einen tollen Ingenieur bei Scharko in Spanien, in der Nähe von Saragossa ist das an dem Standort von Scharko, Pablo sein Name, wo ich dem die ersten 3D-Zeichnungen von unserer Küchenlüftung geschickt habe, hat er zu mir gesagt, Sven, never ever it will look like VDI. Und dann hat er es auch relativ schnell in sein Strömungslabor aufgehängt, die alte Ausführung von unseren. Und so hat es dann ausgesehen, so kam die Luft rein. Und da muss ich auch uns und mir eingestehen, da auch, Sie sehen es, also das ist weit weg von einer messerscharfen abgetrennten Strömung, wie es in die VDI angenommen wird. Und das kann uns bei Küchenlüftungen regelmäßig Riesenprobleme verursachen, weil in Küchenlüftungen haben wir die Quelle angeschaut und haben diskutiert, okay, wo noch ein Strömungsleitblech rein, wo noch eine Gleichrichteretage aus perforiertem Blech rein. Und das hat dann auf dem CFD nach der Optimierung 2016, 2017 dann so ausgesehen, auf dem CFD, wo wir es dann wieder validiert haben im Strömungslabor, hat es dann so ausgesehen. Aber das so hinzubekommen, das war ein Prozess, ein Hin und Her und ein Abstimmen und Meeting und Probieren zwischen Reven und Scharko von 12 Monaten. Also das ist nicht geschwind so gemacht. Noch ein Blechchen rein und alles gut. Das ist ja eine Aufgabe. Und das ist eben genau das, was das Hermann-Ritschl-Institut von der TU Berlin fordert, wenn es um die Corona-Absaugungen, Lüftungen und Diskussionen geht. Das wird ja jeder verfolgt haben von uns. Man muss es wirklich sichtbar machen, aber fundiert und wissenschaftlich fundiert sichtbar machen. Das geht eben nur mit CFD und dann kann man es optimieren, dann kann man es verstehen und wenn man es versteht, kann man es weiter optimieren und kann es durch Messtechnik nochmal validieren. Und so haben wir das eben auf der Abluftseite gemacht, schon sehr lange und mit dem Kompetenz unserer Gruppe eben auch auf der Zuluftseite weiterentwickelt. Das ist mal so ein Beispiel, wo auch der Austausch zwischen den Firmen in unserer Gruppe stattfindet. Nochmal ein Beispiel aus einer ganz anderen Industrie. In der Autoindustrie war das McLaren-Team eines der ersten Unternehmen, die mit CFD angefangen haben, auch zu optimieren und zu verstehen. Ich meine, der eine oder andere, der ein bisschen Rennsport interessiert ist, schauen Sie sich mal so einen Frontflügel an von dem Auto. Schauen Sie sich mal da an, wie viele Öffnungen es gibt, wie viele kleine Wülste, Stäge es gibt. Und sowas zu verstehen, sowas dann noch weiterzuentwickeln und noch besser zu machen, das geht nur, wenn Sie sowas aufs CFD nehmen. Und dann Schlüsse und dann auf der Rennstrecke mit Messeinrichtungen, mit Messsonden validieren. Aber nur dann können Sie sowas optimieren und besser machen.